Willkommen zu diesem speziellen Video für das kommende Event der IOTA-Abstimmung über 50T IOTA. Als erstes werde ich über den Prozess der Abstimmung reden und als letztes über die Vor- und Nachteile, die man mit dieser Abstimmung erreichen kann. Ich versuche so unparteiisch wie möglich zu sein. Seit dem 26. Mai gibt es eine neue Version der Firefly Wallet 1.6.0. Diese könnt ihr entweder normal auf der Firefly-Website runterladen oder falls ihr schon die Firefly Wallet installiert habt, könnt ihr dies ganz entspannt updaten. Nach der Installation der neuen Version erscheint oben links ein neues Symbol, das Governance-Icon. Wenn ihr darauf klickt, kommt ihr zur Startseite der Abstimmung. Hier wird später alle Abstimmungen angezeigt. Hier sieht man einige Informationen, beispielsweise sein Stimmgewicht, welches in Höhe seines Guthabens angezeigt wird. Wie die Stimmen abgezählt werden, könnt ihr auf iota-kurs.de durchlesen. Ich blende kurz die Bilder ein, die das Verfahren näher bringt. Das Ganze ist in Deutsch. Als nächstes drückt ihr auf Vorschlag anzeigen und ihr werdet auf eine neue Seite weitergeleitet. Hier seht ihr den Vorschlag. Es geht um die nicht beanspruchten 50T IOTA mit einem momentanen Gegenwert von 14,5 Millionen Euro oder 15,5 Millionen Dollar oder 1,8% der Gesamtsumme aller IOTA-Token. Wichtig zu wissen ist, dass erst am 27. Mai um 14 Uhr die Abstimmung verfügbar ist. Das heißt nicht, dass es am 27. Mai losgeht. Ihr müsst euch also nicht beeilen und hetzen, sondern habt genügend Zeit. Die Abstimmung beginnt am 3. Juni 14 Uhr und endet 10 Tage später, also am 13. Juni. Das heißt, ab dem 27. Mai könnt ihr eure Stimme schon mal abgeben, diese wird dann aber automatisch ab dem 3. Juni gezählt. Somit verpasst ihr keine Zeit und damit eventuell wertvollen Stimmen. Im Video sehen wir den momentanen Stand, dass ich vor 14 Uhr Firefly offen habe. Wenn das Pre-Voting-Event startet, blendet sich die Option ein und wir können unsere Stimmen abgeben. Nach 14 Uhr wurde das Pre-Voting freigeschaltet und man kann zwischen den zwei Optionen wählen. Auch kann man sich umentscheiden. Wichtig ist hier, die Umentscheidung hat keinen Einfluss auf das Wahlergebnis, da die Abstimmung erst am 3.6. stattfindet. Ihr könnt also bis zum 3.6. hin und her wechseln, wie ihr wollt. Ab dem 3.6. sieht man auch gleich live die Ergebnisse, da alles öffentlich ist. Wenn ihr abgestimmt habt, geht das Stacking nahtlos weiter. Ihr müsst hier also nichts weiter unternehmen. Option 1 heißt Build und bedeutet, dass die 50T IOTA für zukünftige Projekte und Initiativen benutzt werden für das IOTA-Ökosystem und für spätere Abstimmungen. Option 2 bedeutet Burn. Hier werden die nicht beanspruchten Token aus dem IOTA-Ledger gelöscht und die Gesamtzahl der IOTA-Token reduziert sich dann um genau eben diese 50T IOTA. Kommen wir zu den Vor- und Nachteilen. Diese können so auftreten, müssen aber nicht. Das alles sind hier Hypothesen und Annahmen. Was passiert, wenn das Ergebnis Burn heißt? Hier werden, wie oben erwähnt, die Token aus dem Ledger entfernt. Der IOTA-Preis würde eventuell steigen, da hier natürlich die Gesamtmenge verringert wird. Das würde dem einen oder anderen gefallen. Aber viele würden bestimmt diese Preiserhöhung nutzen, um ihre IOTA-Token zu verkaufen, was wiederum den Preis senken würde. Es wäre also nur ein Tropfen auf einen heißen Stein. Weiter muss man bedenken, dass diese 50T IOTA jetzt schon nicht im Umlauf sind. Das könnte sich ebenfalls auf den Preis widerspiegeln, und zwar gar nicht. Der Vorteil wäre mit diesen Annahmen sehr klein und würde mehr schaden, aber das wäre nur meine Meinung. Das Tolle an einer Abstimmung ist ja, dass jeder seine eigene Stimme abgeben kann und nicht über unsere Köpfe hinweg entschieden wird. Was wäre, wenn die Mehrheit der Community Build wählt? Nun, hier wird es interessant und spannend. Die 50T IOTA gehören dann der Community und wir alle können damit neue oder vorhandene Projekte fördern und unterstützen. Viele sind nur wegen dem Geld hier. Das ist in Ordnung. Und dieser Vorschlag klingt jetzt erstmal nicht danach, als würde der Preis von IOTA steigen. Aber wir müssen hier weiterdenken. Mit diesem Geld können wir alle vielleicht 3 oder 10 neue Killer-Anwendungen finanzieren, die IOTA in die Höhe schießt. Man könnte Gehälter von Entwicklern zahlen. Viele wünschen sich Werbung und Promotion. Mit dem Build-Vote können wir als Community sowas abstimmen und dieses Geld für Werbung ausgeben. Man könnte reichweitenstarke YouTuber engagieren, Printmedien, Podcasts und. Unsere Vorstellungskraft und das Limit der 50T IOTA, das sind die Grenzer. Und wenn wir alle diese Faktoren nehmen, könnte sich das wesentlich besser und stärker sich auf IOTA und das ganze Ökosystem auswirken als der Burn-Vote. Selbstverständlich könnte aber auch nichts davon eintreten und wir als Community haben das Geld einfach nur verbrannt. Aber wenigstens haben wir die Möglichkeit als Community etwas aufzubauen und zu finanzieren. Fragt uns die Regierung, wohin die Steuergelder verschwendet werden? Nein. Fragt uns die IOTA Foundation gerade, wohin wir die 50T IOTA verschwenden wollen? Ja. Nutzen wir also die Möglichkeit, die wir geboten bekommen und machen etwas draus. Vergesst auch eines nicht.
Egal, wie ihr euch entscheidet, es ist eure Meinung und eure Wahl. Aber etwas zu zerstören ist wesentlich leichter und einfacher, als etwas aufzubauen. Am 13. Mai werden wir das Ergebnis sehen. Danke für das Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.